Joel Zimbauer, der FC St. Gallen, trifft auswärts auf GC, die stärkste Offensive der Liga mit 29 Toren. Zittern Ihnen und Ihren Spielern da schon die Knie? Nein, wir freuen uns auf das Spiel. Es ist ein Gegner, der zu Recht da oben steht, der mit vielen Toren gegen die beste Mannschaft mit den Toren, aber auch gegen die beste Mannschaft in der Defensive spielt. Und da freuen wir uns drauf. Mal schauen, ob wir die Defensive halten können. Die GC-Spieler Gayo, Rave, Dabur, Tarashai haben schon zusammen 24 Tore geschossen. Wie bekommt man diese Tormaschine in den Griff? Ja, wir werden alles versuchen, dass wir eben defensiv gut stehen. Und man kann normal so eine Mannschaft nie ganz im Griff bekommen, aber wir werden an dem Tag versuchen, dass wir keins reinkriegen. Wir haben uns natürlich da auch ein bisschen Gedanken gemacht, haben das auch schon gut trainiert, auch wenn wenig Zeit war jetzt. Aber wir versuchen alles, um da einen Punkt mitzunehmen, egal ob sie viele Tore oder wenig geschossen haben. Es ist ein Spiel, wo es 3 Punkte gibt und davon wollen wir einen, wenn es möglich ist, mitnehmen. Der Pluspunkt von St. Gallen ist ja, dass sie die stärkste Defensive der Liga hat. Jetzt spielen sie die gegen die stärkste Offensive. Was erwarten Sie da für ein Spiel? Ja, ich glaube, dass es schon ein Spiel wird, wo mehr Ballbesitz auf der Gegnerseite liegt, wo auch vielleicht der ein oder andere Ball mehr zum Tor gespielt wird. Durch diese starke Offensive ist das völlig normal und selbstverständlich. Aber wir haben auch vielleicht Möglichkeiten, dagegen was zu unternehmen. Und da werden wir versuchen, auch bis morgen zum Spiel dann zu arbeiten und im Spiel vor anderen umzusetzen. Haben Sie nach Ihrer erfolgreichen Heimpremiere gegen Thun, haben Sie da etwas angesprochen, das Sie jetzt gegen GEC umsetzen oder anders machen wollen? Ja, wir haben einiges gesehen, was wir in dem Spiel schon anders machen wollten. Und wir haben auch einiges gesehen, was wir natürlich jetzt auch gegen die Grasshoppers verändern wollen bzw. ändern müssen. Vielleicht kurze Schlussfrage, wie steht es mit dem Schweizerdeutsch? Ich verstehe fast alles, wenn es nicht ganz so schnell gesprochen wird, aber sprechen ist es Grützi, das kann ich alles, aber mehr nicht. Aber ich versuche natürlich in den nächsten Wochen, wenn ich mehr Zeit habe und die Fixierung dann vielleicht ein bisschen anders laufen kann, weil dann schon mehr eingearbeitet worden ist hier, dann natürlich mich auf die Schweizer Sprache zu konzentrieren.